zur weiteren Folge der Stuttgarter auf meinem Kanal. Und heute ist das Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Und ja, ich hoffe, dass wir auch mal in der Managerwertung steigen. Das ist echt komisch, warum das nie so ist. Wir müssen ein bisschen umstellen für das Pokalspiel. Ein paar Veränderungen. Weil die Fitness schwankt in diesem Team. Und dann stellen wir so. Wir können dann nicht doch hier mit Klein. Fangen halt Vantizek an. So. Na komm. Tauschen auch nochmal einen Stürmer. Fangen mit Ginzek an. Starten dieses Pokalspiel. Und nach dem 0-0 in der Liga, was wirklich. Huch. Ecken. Was ziemlich bitter war. Bitter. Was ziemlich bitter war, dass wir da nur 0-0 gespielt haben. Aber am Ende war es halt in Ordnung. Und wir sind halt nur Tabellenführer. Das ist gute Nachricht. Und heute wollen wir im Pokal weiterkommen. Zimmer, schöne Schuss, Enttäuschung. Bin gegangen, Flanke, schade. Das ist echt ein guter rechter Mittelfeld, Mann. Das muss man lassen. Komm. Ja, und da läuft erstmal aus. Also schießt mal aus. Das ist schon eine bessere Leistung, als wir im ganzen letzten Spiel gezeigt haben. Ich war schon mal fröhlich. Eine gute Nachricht. Aber es soll natürlich auch. Ich habe echt keine Lust auf Verlängerung oder so. Deswegen lieber jetzt schon das Ding mal. Regulären Zeit. Save. Ja. Schön. Und dann hat da. Dann kriegt Vantizek. Jawohl. Ginzek. Ginzek, wie kann man den nicht machen? Ich habe in die andere Richtung sogar noch gedrückt. Ich habe in die andere Richtung gedrückt, dass er sogar in die andere schiebt. Aber das macht er nicht. Er schiebt ihn neben das Tor. Bitter, bitter. Auf jeden Fall. Egal. War auf jeden Fall mal die erste Aktion. Von mir aus kann das so weitergehen. Nur dass halt einer da mal reingeht und nicht so. Abseits, glaube ich. Ich glaube, das war abseits, oder? Nee, es war kein Abseits. Ginzek macht ihn 13. Jetzt ist er drin. Der zweite Versuch von Ginzek sitzt da noch. Ach, da hinten hat das Abseits aufgehoben. Der zweite Versuch von Ginzek sitzt 1:0 im Pokal. Schön. Und wenn ich es mir so betrachte, ist Ginzek eher mein Stammspieler momentan, weil er ist kühler da vorne als ein Terode und ist auch besser drauf. Beweist er heute Ginzek 13. Minute. Führungstreffer im Pokal und der zweiten Runde des DFB-Pokals. Schön. Und damit muss Lautern jetzt was machen. Ja, wir versuchen die einfach mal wegzuhalten. Ich glaube, das wird nachträglich noch gelb geben für Tussert was. Oh Gott! Line. Länge. Weg. Beim Tussert. Vantizek. Ginzek, schön. Tussert. Zimmer. Und da hinten. Wartet. Vantizek, nächste Chance. Das ist total anderer Fußball, den wir heute spielen. Im Gegensatz zum Ligaspiel gegen den VfL Bochum. Gegen Bochum war das einfach nur schlecht. Wenn man es mal so sagen kann. Heute ist das schon Weltklasse, was wir spielen. Der Weltklasse Fußball. Komm. Oh Mann. Jawohl. Zimmer. Wenn das Pokalspiel das ganze Spiel über so geht. Dann habe ich echt keine Angst ums Weiterkommen. Schade. Ja, gut, unter Druck gesetzt. 1-0 für uns. Ja. So. Und nach vorne. Schade, dass Ginzek den ich nochmal mitnehmen konnte. So, aber Sunic ist da. Länge, Rack. Keep up.
Lengerick, was tust du da? Ja, was tut denn Lengerick da? Der schiebt ihn ins Aus anstatt zu seinem Teamspieler. Ja. Das hast du toll gemacht, Mitch. Boah, den hat er. Und danke, der kam. Der Abwurf. Und Werner versucht es sich durchzuweisen, schafft sich Krigic gut gemacht. Holt in sich Tussert. Antizek. Ginzek. Schade, Tussert kommt nicht mehr dazwischen. Ja. Schön. Und jetzt. Jörg Zimmer. Antizek. Ginzek. Chancen werden immer mehr. Er sollte vom VfB Stuttgart. Schön. Doch nicht so schön. Zuerst. Eigentlich. Aus. So. Lengerick Weltklasse Parade. Richtig gute Chance, aber Lengerick pariert glänzend. Schön. Von unserem Keeper, der den noch unten aus der Ecke fischt. Und ja. Stieber mit der Ecke. Lengerick. Zimmer. Alpha. Also, Kaiserslautern hat gerade mal den Willen, einfach mal zu schießen. Egal welcher Lage. Wenn so mir aus Mami-Schüsse so kommen wie die. So, weiter geht's. Schön, Werner. Das halbe Team ist voll zum Spiel gegen Bochum geändert worden. Und das könnte man auch so öfter so spielen. Oh Gott. Come on. Der spielt einen langen Großkreuz. Kriegt den nicht, Sonic kriegt den. Kein Problem. Vantizek. Zimmer. Vantizek. Ja, schade, der war ein bisschen zu weit dann. Nach hinten gelegt. Komm. Er pfeift Pause. Wir gehen mit einer Führung in die Pause und stehen damit bis jetzt in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Es wäre natürlich eine coole Sache, wenn wir erreichen. Wir werden noch mal ein bisschen Money. Und da habe ich vor allem vielleicht für unsere Manager-Wertung. Osawa. Was ein Schuss! Osawa zieht einfach mal ab. Und was war das denn für ein kranker Schuss? Und es aber niemand kommt dazwischen und dann zieht einfach mal ab. Lengerick hätte den, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob er den hätte. Auf jeden Fall, zum Glück ging der in die Latte. Hätte man schon Angst haben können. Krigic. Antizek. Tussert. Na, ein bisschen weit für Zimmer, den aber noch kriegt. Ginzek. Kommt nicht hin. Jawohl. Zimmer, kommt nicht wirklich zum Abschluss. Mustermann. Also das war jetzt gerade eine Pressingsphase gewesen. Geht noch weiter, schade. Ginzek richtig gut erkämpft. Und jetzt die Flanke. Levin klappt mit dem Fallrückzieher. Geht. Jawohl. Es läuft eigentlich, wenn man es so betrachtet. Och nee, oh nee, oh nee, oh nee, das kann's. Weltklasse. Lengemeck, ja. Lengemeck mal wieder. Weltklasse. Dieser Paradezimmer. Jawohl, Klostermann. Werner. Schön durchgesteckt. Krigic 2-0. Und jetzt stehen wir auf jeden Fall noch weiter. Also haben noch eine größere Chance in Richtung nächste Runde. Und ich glaube, das verspielen wir uns auch nicht mehr. Schönes Tor von Krigic, der das 2-0 erzielt. Und damit auch die Entscheidung wahrscheinlich.
Schön ist sein erstes Pokaltor. Jetzt mauere ich das auch mit Abwehrriegel. Er wird aber dann noch so ein bisschen die Kräfte schonen. Ginzek, ja. Kann man mal machen, was Ginzek sich hier gönnt. Antizek. Eieiei. Was war das denn von Truss? Ich hab nach hinten gedrückt. Bild an die Seite. Ah, shit, Großkreuz darf ich nicht fallen. Schlecht von Großkreuz. Zimmer versucht auszubügeln, schafft's nicht. Länge weg ist dann da. Der Klostermann dazwischen war. Und jetzt Werner. Ganz schlecht. Von Werner. Da kommt auch nicht dazwischen. Sonic kommt dann dazwischen. Antizek kriegt er nicht ganz raus. Kriegelt kommt nicht. Busard rutscht vorbei. Abschluss frei. Und dann ist es im Abseits. Zum Glück pfeift der Schiri das hier ab. In dieser Aktion. Schön. Jawohl. Antizek. Antizek, was ein Solo. Dann kriegt er den Schuss nicht mehr hin. Auf jeden Fall werde ich nochmal. Wen habe ich denn so auf der Bank? Wir haben Sonora, den bringt ich einfach mal auf die 10. Bringe Klimen in den Sturm. Und nehme Tusa nochmal raus und bringe dafür dann Oso bei. Nur mal so ein paar Veränderungen dann. Komm jetzt Druck drauf, schön. Bantizek, Ginzek, Tusa, das sind alles die drei Leute, die gleich rausgehen. Schade. Shit. Wir haben keinen Zweikampf gerade. Oder grätschen den Ballon noch nicht mal. Wir kommen mit keiner Grätsche rein. Wir kommen gar nicht rein. Usabe! 2-1! Lautern ist wieder drin. 10 Minuten vor Schluss der Anschlusstreffer. Vom FCK. Ich glaube, ich hätte. Ich wusste halt nicht, ob ich rauskommen sollte mit Langerack, aber ich hätte das hätte vielleicht auch nicht so viel Unterschied gebracht. Auf jeden Fall, Lautern wieder drin. Und jetzt nicht dumm anstellen, Jungs. Spielt das schlau zu Ende. Nicht so riskant wie das hier. So geil. Voll klein, Werner. Honora. Schöne Ideen hier jetzt. Auf Klimen, Werner. Kann man natürlich auch in Richtung Tor kommen. Mit schönen Kombinationen. Komm. Sonora. Klement! Und was ein Tor! Klement 86. 3-1. Und jetzt ist es die Entscheidung. Klement. Richtig schön. Direkt Abnahme mit der Innenseite in den Winkel gechippt. Per Direktabnahme chippt er den in den Winkel. Das ist ja nicht mehr normal, was Klement hier für ein Tor raushaut. Also, wenn der das öfter macht, ja, dann wechsle ich den auch öfter ein. Schönes Tor auf jeden Fall von Jan Klement. Und damit ist das die Entscheidung. Ich stehe in der nächsten Runde. 4 Minuten plus Nachspielzeit. Ich glaube nicht, dass die ja noch 2 Tore machen. Oder sogar 3. Glaube ich. Aber man weiß ja nie, es ist FIFA. Ah, das war dumm. Ich wollte einen Ball eigentlich, aber. Voll Baumgartel. Schön. Ja, jetzt kriegen wir noch nochmal die gelbe. Und Einwurf. Und Mevin. Und Dua. Und Alpha. Och Gott, jetzt lassen die uns gerade stehen. Lassen die uns echt stehen, Klostermann. Und der verliert dann auch nochmal. Ja, das läuft ja. Gott. Ja, aber wir gewinnen. Wir stehen in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Und ein ganz kleines Fünkchen Hoffnung steht DFB-Pokal Meister zu werden. Das hat niemand gehört jetzt hier.
Man darf hoffen. Man darf hoffen. Aber natürlich, wenn wir das schaffen würden, dann weiß ich auch nicht. Da sind so viel starke Teams wie der BVB und die Bayern. Mal gucken, wie weit wir kommen werden im Pokal. Aber jetzt schlagen wir erstmal Lautern. Hauen sie damit raus. Das ist eine gute Sache. Ja. Ja, wir sind in den Manager-Einzug gegangen. So. Ja, unsere Season gefährdet. Okay, das nächste Spiel ist gegen 60, den Tabellenzweiten. Wenn wir hier gewinnen würden, wäre richtig gut. Aber ich würde sagen, wenn euch diese Folge FIFA 17 Kerum gefallen hat, das muss wieder dort ein Abo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.